verkehrte Ortstafeln. Ein Zeichen dafür, dass etwas verkehrt läuft. Über das Wochenende haben die Bauern an den Ortstafeln im Berner Jura herumgeschraubelt. Bei den Aktivisten handelt es sich um Landwirte, die die Schnauze voll haben. Das erklärt Martin Kohli, Präsident der Landwirtschaftskammer des Berner Jura. Er selber sei nicht beteiligt an dieser Aktion, kenne aber ein paar, die mitgemacht haben. Die umgedrehten Verkehrsschilder und so, das zeigt, dass einfach zum Teil die Welt oder die Situation verkehrt ist, dass Sachen halt nicht stimmen. Wie sie zurzeit funktionieren. Oder dass wir da dringend etwas schauen müssen, dass wir unsere Passion und unsere Leidenschaft noch können aufrechterhalten können. Ortstafeln drehen als Zeichen. Auch Dominique Deveau, Bauer aus Auchwein, hat sich überlegt, bei dieser Aktion mitzumachen. Er hat sich aber für eine andere Methode entschieden, Solidarität mit dieser Bewegung zu zeigen. Ein Ross mit einem Wagen. Es zeigt klar die Landwirtschaft. Und das Wort Passion. Die Landwirtschaft in der Schweiz ist eine Leidenschaft. Wenn ich sehe, was in Europa passiert, dann kann die Schweiz nicht nichts machen. Auch in der Schweiz haben wir Probleme. Es ist nicht so schlimm wie in Frankreich oder in Deutschland. Aber wenn wir jetzt nichts machen, dann ist die Schweiz von morgen so wie Frankreich heute. La France d'aujourd'hui, c'est clairement la Suisse de demain. Jedes Jahr gäbe es mehr Regeln und Anforderungen für die Bauern. Die Arbeit wird mehr, aber der Lohn nicht. Ein grosses Problem. Meine Generation entmutigt ihre Jungen, den Betrieb weiterzuführen, weil es einfach zu schwer ist. Es ist einfach schwer, als Bauer seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Und pour quand même pas gagner sa vie correctement. Hinter dieser Art von Aktivismus steht der Martin Kohli. Aber es gäbe Grenzen. Wenn man anfangen will, Strassen blockieren und so Zeug, das ist vielleicht nicht in unserer Kultur von der Schweiz. So weit ist es nicht. Im Moment wehren sich die Bauern mit den verkehrten Tafeln an den Strassen.